Meine Damen und Herren, ich beginne gleich mit dem Ende. Stelle es an Anfang. In meinen Augen werden die Verbraucherzentralen der Gegenwart und der Zukunft ein neues Aufgabengebiet haben. Dieses Aufgabengebiet wird nicht mal der Haushalt zum Beispiel sein oder das Haus, sondern es wird auch, so sonderbar das manchem vorkommen mag, das Innere unseres Kopfes sein. Die Integrität der Persönlichkeit, die Integrität geistiger Prozesse, die Chance zu schreiben, zu denken und zu kommunizieren, ohne es zu wissen, überwacht zu werden. Dies alles sind völlig unerwartete Aufgaben in unserer Gesellschaft. Kein Tag, an dem nicht nur neue Träume wahr werden, sondern sie natürlich auch von all unseren Medien zum Teil sogar besoffen, fast vor Enthusiasmus verbreitet werden. Die Kinderfrage beispielsweise, ob die Leute im Fernsehen nicht nur gesehen werden, sondern ob sie einen auch selber sehen, das fragen ja Kinder, muss künftig neu beantwortet werden. Microsoft plant, wie seit kurzem bekannt, eine Xbox, deren kinetische Kamera den Zuschauer selbst aufnimmt. Deutsche Politiker reisen, wir haben das in den letzten Wochen erlebt, beseelt in Silicon Valley und machen kostenlos Werbung für Googles Datenbrille. Im Herzen übrigens von Firmen, die durch den Slogan Information wants to be free groß geworden sind, selbst aber verhindern, dass die mitreisenden Journalisten Einblick auch nur im Campus oder ins Unternehmen selber bekamen. Soeben, gestern glaube ich, teilt Google mit, dass das Unternehmen vorerst keine Apps erlauben wird, die durch die neue Google-Brille sozusagen befördert Gesichtserkennung ermöglichen. Wohlgemerkt, die Firma erlaubt es nicht. Es genügt nicht viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass der Markt solches Angebot natürlich trotzdem schaffen wird. Was Kameras angeht, nur als Nebenkriegsschauplatz sozusagen, hier in Berlin hat es vor einem Jahr ungefähr eine Veranstaltung mit dem ja immer sehr outspoken agierenden Eric Schmidt von Google, wohlgemerkt vor einem amerikanischen Publikum, in der American Academy gegeben, also nicht vor westdeutschen oder westeuropäischen Kulturpessimisten. Und er begann seinen Vortrag damit, dass er die Mitteilung habe, dass wir im Laufe des nächsten Jahrzehnts eine Kamera bekommen werden, einen Speicher bekommen werden für unter 1000 Dollar, der in der Lage sei, so Schmidt, wenn man ihn an eine Videokamera anschließt, ununterbrochen 400 Jahre aufzuzeichnen. Und dann fügte er zur Illustration hinzu, das ist fabelhaft, das heißt, Sie können Ihr ganzes Leben von der Geburt bis zum Tod und noch das der nächsten drei anderen Generationen aufzeichnen. Die Amerikaner, die in dem Raum saßen und eben nicht die Europäer, standen nach dem Vortrag übrigens auf und sagten, we are horrified. Das fanden sie etwas zu weitgehend. Foreign Affairs, die gleiche Zeitschrift, die einst mit Huffingtons Essay Clash of Civilization eine Neuorientierung der amerikanischen Außenpolitik einleitete, druckt in ihrem aktuellen Heft eine hochinteressante Titelgeschichte, nämlich einen Auszug eines sehr wichtigen, gerade erschienenen Buches Big Data oder The Rise of Big Data. Die Botschaft der Autoren ist politisch, nicht allein technologisch. Wir ahnten nicht, so schreiben sie, dass, wenn man nur die richtigen Maschinen hat, das alles zum Datenfragment wird, buchstäblich alles. Vom Atmen bis zur Bewegung, bis zur Gestik, bis zur Mimik. Die Autoren nennen als ein Beispiel und sehr zu Recht GPS als ein solches Phänomen. Dies ist ein Phänomen des Wir wussten nicht, was alles möglich ist. Sie können, glaube ich, sogar eine imaginäre Zeitmauer einbauen und sagen, 1995, da gab es schon GPS, hat man nicht gewusst, was das eigentlich potenziell auch alles ist. Langsam sozialisiert durch Navigationssysteme beim Militär und in der kommerziellen Luftfahrt und schließlich, wie wir alle, im eigenen Auto, ist den meisten Menschen das Revolutionäre dieser Technologie entgangen.
Es ist wie beim Fernseher, also wie bei der Xbox, der plötzlich nicht mehr nur gesehen wird, sondern selber den Zuschauer sieht. Es ist der Augenblick, in dem aus Einwegsystemen, und das ist der entscheidende Augenblick meiner Meinung nach, Feedbacksysteme werden. Sie ändern die Grundlagen unserer Koexistenz mit der Maschinenwelt und ihren Herstellern. In Bereichen, die man früher für vollständig immun gehalten hat, sehen wir jetzt die Implementierung solcher Feedbacksysteme. Ein Beispiel nennen die Autoren der Foreign Affairs. Jeder Mensch beispielsweise, alle in diesem Raum, hat eine völlig einzigartige Art und Weise der Gewichtsverlagerung beim Sitzen und beim Gehen. Intelligente Fußbodenbelege können künftig eine Vielzahl auch individualisierter Daten an entsprechende Zentralen zurückmelden, das heißt genau mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% erkennen, wer gerade über diesen Fußbodenbelag geht. Das ist wie stets bei den neuen Technologien einerseits eine große Chance. Das Risiko beispielsweise, dass ältere Menschen, die stürzen, unentdeckt bleiben, würde sich minimieren. Und das wird auch einer der Gründe sein, warum es solche Systeme geben wird. Andererseits ist klar, dass allein solche Belege, auch noch verbunden mit den GPS-Daten, die das Handy permanent übermittelt, Überwachungskamera und allen anderen Verfahren des Trackings, zu einem Gesamtsystem wird. Theoretisch verfolgt uns alle dann der Cookie, der sich uns heute im Internet an die Fersen heftet, auch im wirklichen Leben. Und es ist keine Science Fiction, sondern es ist Realität. Verbraucherschutz in der Informationsökonomie wird zu einer politisch hochbedeutsamen Aufgabe. Er wird weder mit der neuen Welt mithalten, sich zu einem Instrument von Freiheitssicherung entwickeln müssen. Und vielleicht, ich vermute, das ist hier nicht so gern gehört, um das wirklich zu verstehen, ist das Wort selber, Verbraucherschutz, das so ein bisschen aus den 50er Jahren kommt, zeigt die Dimension nicht vollständig, um die es hier geht. Bei Verbraucherschutz denkt man halt, ich bin ja da auch groß geworden, mit der Testzeitschrift und all diesen tollen Ratschen, denkt man halt noch immer sehr realistisch an den Markt, an das Gerät und Ähnliches. Und auch im Verbraucher sieht man im Augenblick vielleicht noch zu sehr den reinen Supermarktkonsumenten. Aber das, worum es hier geht, in einer Welt, wo jeder potenziell nicht nur Marktteilnehmer wird, sondern auch Produkt des Marktes, wird sich das ändern. Wir sprechen im Alltagsgebrauch mittlerweile, wir Journalisten und Sie auch zum Teil, vom Ausspionieren, dem Ausspionieren von Menschen durch alle möglichen Verfahren im Internet, von Tracking, von Datenjägern und Datenkraken und benutzen also nicht zufällig das ganze Vokabular von Nachrichten und Geheimdiensten. Verbraucherschutz in diesem Sinne muss intelligente Gegenaufklärung sein. Er muss die operative und systemische Rationalität der Algorithmen offenlegen, damit Menschen überhaupt verstehen, welche Texte an anderer Stelle über ihr Leben geschrieben werden und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Dieses für viele, wir haben ja gerade eine Debatte über Informatiker in Deutschland und die Ausbildung. Die Frage der, welche Algorithmen werden benutzt, was wissen wir über sie, was sammeln sie über sie, wie funktionieren sie, klingt für viele noch immer als so ein hochmathematisches Problem. Nein, das ist die essentielle Frage, das sind Texte und wir müssen so eine Art Analphabetentum beenden, was das angeht. Das werden die meisten Menschen nicht haben. Es wird ein ganz wichtiger Bestandteil von Verbraucherschutz werden. Ich werde darauf gleich nochmal zurückkommen. Während alle von Feedback und Transparenz reden, das ist eine der jenseits jeder Diskussion, und wir finden das ja zum Beispiel Transparenz auch alle sehr wichtig, gilt beides ausgerechnet dort nicht, wo unser Leben erfasst und klassifiziert wird. Die Journalisten, die mit dem Wirtschaftsminister in Silicon Valley reisten, haben das bei den Firmen erlebt und sich für meinen Geschmack zu wenig empört. Sie berichteten dann, dass sie nicht reingelassen wurden, während der Minister jetzt diese tolle Brille ausprobierte. Aber das ganze System dieses Misstrauens, die Tatsache, dass wir über Systeme, die uns permanent lesen, nichts wissen, natürlich erst recht nicht den Algorithmen,
zeigt eine Asymmetrie, auch eine Machtasymmetrie. Und die ist nicht gut. Ich möchte... Ich möchte hier nur ganz wenige Thesen formulieren, die das Revolutionäre des gegenwärtigen Prozesses, der auch mich natürlich in Atem hält, und die Branche, zu der ich auch noch komme, in der ich bin, die vielleicht helfen, das zu deuten. Ich will vorbeugend darauf hinweisen, gerade in diesem Kreis ist es, glaube ich, nicht nötig, dass man sich keinesfalls die Debatte aufzwingen lassen sollte, ob man für oder gegen die technologische Moderne ist. Also ob man zurück will in die analoge Welt. Ob man kapiert hat oder nicht, das sind ja alles so Worte. Diese Debatte lenkt ab, und wenn sich im Wahlkampf ja auch Politiker dadurch als modern outen wollen, dass sie halt mit drittrangigen Chefs des Silicon Valleys reden, so gilt doch, dass diese, naja, das war ja so, die, war ja, also der Hausmeister war es nicht, aber es war eine, was auch etwas zu Machtverhältnissen sagt. Das ist es doch gerade. Die Antwort ist ja gerade nicht der Weg zurück. Im Gegenteil, gerade weil die Informationsökonomie im Begriff ist, den Staat, die Gesellschaft, die Demokratie selbst zu verändern und völlig neu, wir haben es ja gerade ein paar Hinweise auch bekommen über die Macht des Netzes, zu verwandeln, gerade deshalb ist nicht die Debatte ob, sondern wie wir mit diesen neuen Systemen zusammenleben wollen. Wer übrigens eine, ohne dass ich jetzt auf diesen Konzern fixiert bin, aber wer übrigens, gerade für Politiker interessant, eine Ahnung vom politischen Selbstbewusstsein dieser Giganten haben möchte, lese das neue Buch von Erik Schmidt und seinem Co-Autor über diese neue, da sehen Sie das. Das ist ein außenpolitisches oder ein globalpolitisches These über die neue Welt und zum Teil hochinteressant, aber sie zeigt, dass wir hier nicht mehr nur über Unternehmen reden, sondern dass wir über Unternehmen reden, die partiell zumindest sich selber auch als Staaten verstehen. Alan Turing, der Urvater der Rechenmaschine, hat einst gesagt, es kommt darauf an, wie wir die, nicht dass die Maschinen abgeschafft werden oder kommen, sondern wie wir die Maschinen erziehen, was wir von ihnen wollen, was wir ihnen erlauben werden. Damals dachte man noch an ein paar verstreute Rechner. Heute reden wir von einem Nervensystem der gesamten Gesellschaft, das im ökonomischen wie im sozialen Leben im Begriff ist, das Bild, das wir bisher immer hatten, des Blutkreislaufs, des Kreislaufs abzulösen. Also die Thesen in Kurzform für die Debatte, wie ich es sehe. Zunächst einmal ganz wichtig, wie ich finde, vergessen wir George Orwell. Orwell ist, wie unlängst ein Big Data-Experte, ich glaube von Microsoft, sagte, etwas zu harmlos. Und zu harmlos deshalb, weil er einen ganz klaren Unterdrückungsapparat zeigt, einen, zu dem man sich verhalten kann. Das ist tatsächlich geboren aus den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts. Nein, wenn man ein literarisches Modell finden will für die Gefahren, über die Chancen reden wir gleich noch, dann wäre es, wie Neil Postman schon vor Jahren sagte, Brave New World. Bei Orwell werden Bücher verbrannt, in Brave New World werden sie erst gar nicht gelesen. Das heißt, wir reden von Systemen, die uns deshalb ja überhaupt nur hier beschäftigen, weil sie uns auch helfen. Wer würde das bestreiten? Sie haben, Herr Biller, auch Andeutungen, natürlich will man seine Fotos und all das. Das ist nicht Orwell, das ist viel zu blind, zu glauben, hier kommt irgendwie mit der Maske des Tyrannen ein Unterdrückungssystem. Es ist sehr viel schwieriger, sehr viel komplizierter. Verbraucherschutz in der Zukunft ist in dieser Welt hat die wirkliche Aufgabe, ein Persönlichkeitsschutz zu werden. Die Unantastbarkeit der Person, von der wir alle ausgehen, steht im digitalen Zeitalter vor völlig neuen Herausforderungen. Erik Schmidt, nochmal aus dem Buch von Erik Schmidt, und da gebe ich ihm völlig recht, schreibt, Identität, also Persönlichkeit, wird der wertvollste Rohstoff für Bürger in der Zukunft sein und Identität wird vorrangig online existieren. Online-Erfahrungen werden mit der Geburt beginnen oder sogar noch vor der Geburt. Das ist das Bild, das Sie immer wieder verwenden, wenn sogar schon die Ultraschallfotos ins Netz gestellt werden. Verbraucher im digitalen Zeitalter, das ist sehr wichtig zu verstehen,
kauft nicht nur, der Verbraucher kauft nicht nur ein Produkt, sondern, und da glaube ich, das wäre mal interessant zu sehen, ob das in anderen Branchen je so war, er wird tatsächlich selber zum Produkt. Das ist ja das, was wir immer wieder erleben. Er wird gelesen, wenn er kauft. Er wird gelesen, wenn er sich bewegt. Er wird sogar gelesen, wenn er liest, wenn er bezahlt, sogar wenn er denkt, wie wir mittlerweile wissen. Er wird aber Produkt nicht nur in den klassischen Märkten, die wir kennen. Im Zeitalter von Big Data wird potenziell alles zum Markt, auch die Politik und das soziale Leben. Wenn sogar privateste Handlungen, wie es heute möglich ist, den Menschen zum Marktteilnehmer werden lassen, zum Beispiel das Lesen eines E-Books, ist umgekehrt klar, dass auch der privateste Raum zum Gegenstand von Marktforschung wird, und zwar zunehmend auf der vorbewussten Stufe des Konsumenten. Bevor der also überhaupt weiß, was er will. Dieses Credo, bekanntlich eine der populärsten Visionen von Google, wir werden wissen, was sie wollen, ehe sie es selbst wissen, ist übrigens sozusagen die Theorie hinter der Xbox-Kamera, die nämlich natürlich beobachten soll, welche Snacks der isst, was der trinkt, welche Geräusche und so weiter. Das heißt, es ist Marktforschung im intimsten Raum. Oder nehmen Sie, weil Frau Zypris begeisterte iPad-Leserin ist, wie ich gerade merkte, nehmen Sie die Rückmeldung des Leseprozesses beim E-Book. Es meldet nicht nur zurück, wie schnell oder langsam man was las, wo man innehielt, wo man übersprang, wo man etwas markierte. Mittlerweile, und wir reden hier nicht von Science-Fiction, wurden ganze Bücher bereits aufgrund dieser Rückmeldungen umgeschrieben. Das heißt, die Autoren bekamen die Information, das letzte Kapitel liest kein Mensch oder das vorletzte, da musst du was ändern. Ein wunderbares und vielleicht gar nicht nur bestürzendes Beispiel für Marktforschung und Feedback. Nur was für den Roman gilt, gilt potenziell auch für den Roman unseres Lebens, der in Echtzeit verzeichnet, gelesen und, so zeigen uns die ersten digitalen Doppelexistenzen bei Facebook, auch immer wieder korrigiert werden muss. Deshalb kriegen wir in Amerika immer öfter sozusagen Identitäten für den Markt, Identitäten für den künftigen Arbeitgeber, Identitäten für den Freundeskreis und so weiter. Damit gilt, wie diese beiden Autoren in ihrem Buch Big Data schreiben, dass die Risiken für die Integrität der Person in den modernen Märkten nicht etwa nur größer geworden sind. Es hat sich der Charakter des Risikos selber verändert. Und damit müssen die bisherigen juristischen und politischen Verfahren auf den Prüfstand. Das Risiko selber hat sich verändert. Es ist ein neues Risiko. Es ist nicht einfach nur jetzt, dass wir gelesen werden. Damit hat nie jemand gerechnet, dass diese Formen der Analyse menschlichen Verhaltens möglich sind, die heute möglich sind. Also muss sich das Recht und der Staat völlig neu auf diese Herausforderung einstellen. Wenn es stimmt, was Vordenker der Informationsmarktstaaten, so der neue Begriff, schreiben, und überhaupt alles nur noch ein einziger Informationsmarkt wird, also vom militärischen Überwachungsmarkt mit seinen Drohnen bis zu den Überwachungsangeboten der Big Data Retailer, dann stehen die Grenzen der Zivilgesellschaft selber auf dem Prüfstand. Und das ist die Debatte, die wir bekommen werden in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Die Drohendebatte ist da nur eine erste Ahnung davon. Zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, glaube ich. Wir können nicht abschalten und wir können uns nicht entziehen. Das hört man sehr oft, dass Leute sagen, ja, ich mache ja nicht mit oder ich schalte das aus oder dergleichen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, diese Erkenntnis für den politischen Umgang mit der neuen Gesellschaft. Microsoft beispielsweise hat bei der Xbox einen Schalter vorgesehen, der tatsächlich die Kamera abschaltet. Und man weiß, man kann in seinem Handy sein GPS ausschalten, man kann sich Facebook verweigern und so weiter. Mittlerweile aber hat sich herumgesprochen, dass das in der Informationsökologie etwas ganz anderes bedeutet. Auch wenn wir abschalten, werden wir durch Dritte in die Systeme hineingezogen. Menschen finden sich plötzlich bei Facebook wieder, die sich dort nie angemeldet haben. Auch wer die Google-Brille nicht trägt, wird möglicherweise von ihr gefilmt oder aufgenommen. Von dem, der sie trägt und aufzeichnet, dann auch ins Internet gestellt. Das aber ist immer noch nicht das Ende der Geschichte. Erik Schmidt befürchtet in seinem neuen Buch, dass schließlich ganze Staaten, vor allen Dingen aber auch Arbeitgeber, Listen von denjenigen anfertigen lassen, die sich zum Opt-out entschließen, die also nicht mitmachen.
Man muss etwas, glaube ich, sehr ernst nehmen. Das ist eine Befürchtung von ihm. Es ist die Befürchtung eines der mächtigsten Digitalchefs der Welt. Und wir wissen schon von einigen Firmen, dass das in Amerika, dass das passiert. Womit ich bei einem ganz pragmatischen Verfahren bin. Wir hatten das hier ständig mit den Zustimmungen und, von Geschäfts- zu Geschäftsbedingungen und Ähnliches. Jedenfalls Teile dieser Ökonomie, hat das Prinzip immer des Opt-out. Das wissen wir. Immer, das heißt, man kriegt damit ja auch das Gefühl, man ist geboren und ist in dem System und dann kann man sich nur noch herausoptieren. Juristisch und politisch wäre eine ganz einfache Regel, dass wir grundsätzlich immer Opt-in in all diesen Verfahren verlangen. Damit wäre schon ganz viel. Damit wäre auch deshalb ganz viel gewonnen, weil plötzlich der Legitimationsdruck sich auf die andere Seite verlagert. So liegt er nämlich bei der Seite, die sozusagen heraus will. Hier geht es in die andere Richtung. Das ist ein einfaches Verfahren. Dritter Punkt, der auch wichtig ist, auch in der politischen Debatte, Anonymität und auch um die Menschen, die Verbraucher, das klarzumachen, worum es hier geht. Sicher, Anonymität ist ein wesentlicher Aspekt, über den wir hier reden. Wir wollen anonym bleiben, wenn wir es wollen, und nicht identifiziert werden. Man muss aber endlich anerkennen, dass wir mittlerweile wissen, dass die Frage Klarnamen oder Anonymität in ganz vielen Fällen sich schon gar nicht mehr stellt, weil es das Entscheidende nicht die Anonymität der einzelnen Person ist, sondern die Musterbildung in Netzen. Das heißt, der ständige Vergleich von Verhaltensweisen eines Menschen mit ähnlich gelagerten, die dann tatsächlich zu seiner Identifizierung führen. Wir haben etliche solcher Fälle, ich nenne nur einen. Die Firma Netflix hat im Jahre 2006 100 Millionen Datenaufzeichnungen ins Netz gestellt von 500.000 Usern, die empfehlen Filme. Und der Anlass war gar nichts Böses, die wollten einen Preis stiften und sie alle anonymisiert, nichts konnte man erkennen, eben nur die Empfehlung, riefen Leute aus, sie sollten bessere sehen, ob sie eine Software entwickeln können, die Empfehlungen noch verbessern. Mittlerweile wissen wir, dass es nicht lange gedauert hat, bis zunächst mal eine Person, die dann sehr berühmt wurde, identifiziert wurde mit Namen, und zwar eine lesbische Frau, die in einem sehr konservativen Bereich Amerikas wohnte und sich plötzlich geoutet fand, obwohl sie dort anonymisiert war, und die dann gegen Netflix unter dem Pseudonym Jane Doe prozessierte. Aber das war noch nicht alles. Aufgrund dieses Verfahrens haben dann Forscher der University of Texas sich mal diesen gesamten Datensatz vorgenommen. Ich will jetzt nicht das ins Ewige treiben, nur so viel, es ist einfach irre, wenn man sich das ansieht, was möglich ist. Tatsächlich, in dem Augenblick, wo die Person, die Filme empfiehlt, noch auf anderen Plattformen unterwegs ist, also die anonyme Person, vor allen Dingen zum Beispiel bei der Internet Movie Database, ist es in 84% der Fälle gelungen, die Menschen zu identifizieren. Wenn sie noch die Uhrzeit hatten, sogar in 99%. Und ich rede jetzt von Klarnamen-Identifikation. Das also zu der Frage, dass es nicht reicht zu sagen, wir wollen anonymisierte Daten. Was wir wollen ist, wir wollen wissen, welche Muster gebildet werden aus unserem Verhalten. Noch heute 2013 sind große Teile von uns allen analog sozialisiert. So groß die Vorzüge digitaler Technologien für Partizipation auch sind, es wird natürlich der Zeitpunkt kommen, wo dann alle nur noch digital sozialisiert sind. Es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo politische Parteien, auch politische Parteien, die wir noch gar nicht kennen, die Möglichkeiten des Netzes ganz neu erkennen. Die werden einerseits fruchtbar sein, aber wenn wir bis dahin nicht den manipulative sozusagen Potenzial dieser Systeme sozusagen irgendwie im Griff bekommen haben, dann kann es der Schuss auch ziemlich nach hinten losgehen. Technische Geräte sind neutral, aber sie sind natürlich in dem Augenblick, das sehen wir in der Verwendung, die sie haben, in allen, von der Wall Street, High-Frequency-Handel bis zu dem Militär, sie sind natürlich für alles einsetzbar. Die Bundeskanzlerin hat eben gesagt,
Wir haben den High-Frequency-Handel verboten. Herr Schumacher, wir sind beide Journalisten. Man sollte vielleicht mal sagen, dass nur damit man die Dimension, von der wir hier sind, zum Beispiel wenn wir hören Datenschutz, gehen wir alle noch davon aus, ja, wenn das dann passiert, wird die Presse schon aufschreien und so weiter. Wird sie sicherlich auch noch lange tun. Wir haben aber ein paar Details mittlerweile, das sozusagen des Hochfrequenzhandels in Medien, wo wir sehen, wie sich auch da sozusagen Loops, Schleifen, immer schneller schließen. Beispiel die gehackte AFP-Meldung, dass eine Bombe im Weißen Haus explodiert sei und Obama verletzt sei, die da ja dazu führte, dass kurzfristig es zu einem Einbruch an der Wall Street kam. Diese Meldung ist in maschinenlesbarer Sprache an Computer weitergemittelt worden, die sofort daraus Schlüsse ziehen, also handeln, das also tatsächlich geglaubt haben, anders als Menschen. Und jetzt kommt der dritte Schritt, dass nämlich wiederum andere Computer und nicht mehr Menschen, weil es ja alles so schnell gehen muss, diesen Tatsache, da ist eine Bombe explodiert, schreiben. Artikel. Narrative Science ist eine Firma, Bloomberg und anderswo, die mittlerweile in absoluter, irrsinniger Licht, fast Lichtgeschwindigkeit zu einem Artikel schreibt, der wirkt wie der eines Menschen, über Entscheidungen, die Computer gerade getroffen haben. Es ist klar, und das meine ich mit dem Inneren unseres Kopfes, dass diese Systeme überwacht, dass sie durchleuchtet werden müssen und dass wir eine Aufklärung über sie brauchen. Und damit bin ich bei Ihnen, bei ganz konkreten Vorschlägen, zum Teil sehr gute in dem Buch Big Data. So komisch, aber es war auch im frühen 20. Jahrhundert so, als man plötzlich anfing, Experten für alles Mögliche zu engagieren. So wird es jetzt halt auch sein. Das Erste ist, die Frage, wie mit Daten umgegangen wird, glaube ich, muss in der Gesellschaft so verankert sein, wie dass derjenige fast den Status also der Vertraulichkeit und der Verantwortung eines Arztes hat. Wir wissen, dass jetzt wahnsinnig viele Menschen ausgebildet werden für Big Data, die diese Daten auswerten sollen in Unternehmen. Wir brauchen insgesamt in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür, dass diese Daten nichts anderes sind im digitalen Zeitalter als ein Urteil über Persönlichkeit, ob der einen Kredit bekommt, ob der eine Zukunft hat bei seinem Job, wo auch immer. Das heißt, sie müssen rausgenommen werden aus dem ganz normalen Prozess, sondern sie müssen wie Ärzte oder wie Medizin, meinetwegen auch Seelsorge, wir brauchen dort sozusagen einen eigenen Begriff dafür, auch in Unternehmen, ethisch, was mit ihnen, was sie sind. Zweitens, wir werden benötigen, und hier baue ich absolut auf Sie und auf den Verbraucherschutz, das, was die Amerikaner nennen, externe Algorithmiker. Das heißt, das geht ja, wir können das alle nicht verstehen, was dort passiert. Es wird, wie das ja auch bei der Atomkraft zum Beispiel der Fall war, dass dann Wissenschaftler sozusagen von der anderen Seite überprüften, was funktioniert nicht. Oder eben Stiftung Warentest, die Testzeitschriften, die mit einer unglaublichen technischen Expertise sozusagen gegen, das ist ja das, was ich meine mit Gegenaufklärung, die Funktionsweise, das sind ja selber Ingenieure und alles, der Systeme gegenchecken. Und das brauchen wir auch bei den Algorithmen. Wir werden Menschen brauchen, die in der Lage sind, soweit es irgend möglich ist, diese Algorithmen zu entschlüsseln und den Menschen dann zu sagen, okay, wenn ihr euch jetzt 10 Tage lang auf Facebook rumgetrieben habt, könnt ihr vermuten, das und das über euch ist jetzt bekannt. Drittens und letztens, auf europäischer Ebene, wir alle suchen nach einer Vision für Europa. Wir sehen, dass in der Informationsökonomie, zusammen mit der Globalisierung, zwei Supersysteme entstehen, natürlich die USA auf der einen Seite, auf der anderen Seite Asien, vor allen Dingen China. Europa sucht so sehr nach einer eigenen Aufgabe, Vision und Identität. Und wir haben auch eine andere Geschichte. Wer das Silicon Valley bewundert, muss immer dazu sagen, dass es über Jahrzehnte staatlich subventioniert war. Das war bis in die 80er Jahre. Es ist nicht nur ein Ereignis des Entrepreneurships. In diesem Sinne wäre zu fragen, ob wir weiterhin uns abhängig machen wollen von Systemen, die ausschließlich aus den USA kommen, oder ob Europa nicht auch mit Hilfe staatlicher Subventionen zum Beispiel die Frage stellt, ob wir nicht, wie die anderen Staaten es zum Teil ja auch tun, eigene Suchmaschinen aufbauen oder eine eigene europäische Suchmaschine aufbauen, eigene soziale Netzwerke, die dann den Vorteil hätten, dass sie neu konstruiert werden könnten, zum Beispiel auch treuhänderisch oder was auch immer. Lachen Sie nicht über solche Thesen. Paul Krugman, der Wirtschaftsnobelpreisträger, hat in der New York Times vor wenigen Wochen
erklärt, dass er glaube, dass die Frage zum Beispiel von Internetsuche zu so einer existenziellen Frage von Gesellschaften wird, dass man darüber reden muss, ob die überhaupt in rein privater Hand bleiben kann. Und um da eine Aufklärung herbeizuführen, ist es absolut wichtig, dass Institutionen wie die Ihre sie betreiben. Das Ideal wäre, jeder Mensch bekommt am Ende eines Jahres eine Mitteilung, in dem ihm sozusagen simuliert wird, welche Erzählung über ihn existiert. Die Erzählung seines Kaufverhaltens, die Erzählung seiner Kreditwürdigkeit, die Erzählung seiner Karriere. Denn alle diese Erzählungen gibt es schon oder sie werden existieren. Und ich wünsche mir also ein Testheft der Stiftung Warentest, das mir einmal im Jahr mein Leben testet gegen die Ansprüche dieser Ökonomie. Vielen Dank.